Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Folge zu meinem Nordseehaus. Und ich glaube, wir sind heute im Finale. Das ist die letzte Folge hier zu diesem schmucken Haus hier am Strand in Windenburg. Sind wir hier, der Welt aus dem Zeit für Freunde Erweiterungspack. Und ja, viele haben es immer wieder gefragt. Das hier ist das Green Echo, was hier noch rumsteht in der Umgebung. Und da hinten, da haben wir das Castle Black. Das haben auch so ein paar schon gespottet. Das ist mein Castle Black. Ein Festivalgrundstück. Ja, mit Party, mit Café, das kann man irgendwie mit allen Spielmodi spielen. Und hier in der Nachbarschaft steht noch das Green Starter. Das ist das Green Starter in der Extended-Version. Das ist ein modernes, kleines Häuschen hier. Einsiedler, modernes Öko-Haus. Das ist ja auch unsere Öko-Insel hier. Ja, so, jetzt geht's weiter hier. Aber wir müssen nämlich heute noch den Garten machen. Und ihr habt es auch richtig erkannt hier in dem Dach. Da habe ich noch so einen Fehler hier drin. Das muss hier noch ausgebessert werden. Ja. Und wieso macht er jetzt hier wieder diese Leiste da so blöd hin? Das ist meistens auch, vielleicht auch ein ganz guter Tipp, ne? Weil ich, man hat hier jetzt dann sowas drin, aber eigentlich ist das gar nicht drin, weil da drüben habe ich genau das Gleiche, ne? Und man kann das hier dann so hoch machen und dann ist es weg. Aber man kann das auch hoch machen und dann wieder rückgängig machen. Das ist auch vielleicht ein ganz guter Tipp, ne? Hier oben rückgängig. Und dann ist das auch nicht mehr da, witzigerweise, ne? Also das ist irgendwie eine ganz komische Sache. Aber wenn man weiß, wie das Spiel hier tickt, dann kann man das schön ausbessern und hat dann nicht mehr diese Dachleiste, die natürlich nur vorne sichtbar sein soll. Und ihr habt auch geschrieben, irgendwo fehlt noch die Dachleiste. Jetzt muss ich hier mal gucken. Wo wir die noch, wo fehlten die noch? Ah, da oben hier, da fehlt die noch. Genau, ja, also denn. Ja, hallo, ihr habt's voll drauf. Ihr seht ja auch alles, oder? Ja, in der letzten Folge wird nochmal hier jetzt, wow. So, wir machen hier mal Licht. Und ihr habt's auch richtig erkannt, leider geht das hier nicht, dass wir das hier, machen mit dem runden Ding. Und ich würde vielleicht auch nochmal einen anderen Zaun nehmen, den wir dann am Anfang auch hatten. Weil das ist wirklich, wirklich schön. Und das ist dieser... Ja, nur so ein Eckzaun. Also ich möchte nicht komplett drumrum haben. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Das finde ich denn nicht mehr, Nadboll. Daniel findet sein Lieblingszäunchen hier nicht mehr. Das ist die da, diese Steinmauer da. Das ist doch voll cool. Die finde ich nämlich richtig schön. Die hat so ein bisschen auch was von selber gebastelt, ne? Also so ein Stück weit. Und dann nehmen wir aber auch die weiße, weil wir haben ja auch so weißes, ne? Fenster und Holz und hier überall so ein bisschen was, ne? Lasst uns hier doch einfach... einen Zaun hier machen und so, zwar so ein bisschen, das ist so ein bisschen abgegrenzt und ja, das ist da ganz schön. Hier vor die Tür machen wir auch noch so ein bisschen Sprühzeugs hin und auch noch sonst, würde ich sagen, so außenrum komplett. Hier noch so ein bisschen was, weil das sieht einfach echter aus, wenn hier noch so ein bisschen dunkler ist, ne, weil da kommt ja auch nicht so viel Sonne jetzt hier hin, sag ich mal. Und das können wir ruhig so ein bisschen kräftiger auch machen. Und dann ist das so ein bisschen natürlicher, so ein bisschen mehr. Ne? Hier auch noch um die Pfosten so rum, da kommt da noch ein bisschen Grün hin und dann sieht das ganz gut aus und sieht da nicht so, ne, so mitten rein in die Pampa. Das ist ja kein neues Haus, sondern eher auch ein älteres Haus und ja, deswegen darf man das hier ganz gern hier machen. Also das finde ich immer ganz schön und sieht das Haus nicht so, wie gesagt, nicht so fertig hausmäßig aus. Haben wir eh schon den Charakter ständig drin, wegen den... dünnen Wänden natürlich, ne? Hier vor die Tür machen wir auch noch so ein bisschen Steinchen hin, da würde ich die einfach machen, aber auch hier wieder relativ... Ah, das ist die falsche Farbe, das ist ja doof. Das ist hier besser auch nicht, ne? Ne, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir das vielleicht mit dem nochmal probieren, aber schwächer. Ich will das so irgendwie ein bisschen machen. Darf ja gerne hier ein bisschen grüner auch sein, so ist es ja nicht. Und dann können wir vielleicht die Umgebung noch so ein bisschen grüner machen. Ganz leicht aber nur, ne? So ein bisschen ein paar Flecken hier drin sind. Ich finde, dieses Graue passt eigentlich ganz gut, ne? Dieses eher hellere Gras, weil dann ist diese Versandelung, ne? Dass das so ein bisschen Sand auch hier noch ist überall. So kommt so ein bisschen besser zur Geltung einfach, ne? Und das probieren wir jetzt auch hier mit damit. Genau, das machen wir ganz groß und dann so ein bisschen hier so ein bisschen sandig noch. So machen wir das hier, ne? So wie das so, nur so teilweise, so ein bisschen, dass ein bisschen Sand eben rüber geschwappt ist hier von the beach hier. Genau, hier ist noch ein bisschen so, ne? Yes, so machen wir das. Hier ein bisschen mehr so dunkleren vielleicht noch. Ja, das wird schon cool. Das wird schon, glaube ich, richtig cool. Und da gibt es auch noch so ein paar, diese Ecke gefällt mir noch gar nicht. Da muss ich so ein bisschen zu Steinchen noch hin. Das soll so ein bisschen wilder auch wirken. Und... dann gibt es hier noch dieses Grün. Schade auch, total doof. Ich sehe das jedes Mal hier, ne? Das ist ein schönes Gräser da, aber das haben wir leider nicht. Wir haben nur die komischen da. Nicht mal in anderen Farben, mehr irgendwie, ey.
Ja, sowas ist auch irgendwie ganz cool. Das sind so, die finde ich ganz nice. Die passen da auch ganz gut. Irgendwie sieht so, ja, so ein bisschen so. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, da irgendwie so, so Bergblumen, aber in die Richtung geht schon, ne? Könnte schon so sein. Das ist so ein bisschen was von Sträucher, so leicht, ne? Nicht so buschig. Das finde ich hier ganz toll. Das sind irgendwie schöne Blümchen hier. Was sind das eigentlich für welche? Man weiß es nicht. Ob die einen hier immer verarschen, ne? Wo sind sie denn jetzt hin? Da sind sie doch. Granite Falls Blüte, ne? Nationalparkblumen. Ja, die haben so ein schönes Grün drumherum. Ich finde es irgendwie voll sweet, dass das so ein bisschen was so drumherum ist. So. Und das sieht irgendwie gut aus, finde ich. Ja. Ich meine, hier auch noch so ein bisschen mehr Grün rein. Ups, das darf natürlich auch nicht ins Haus reinragen. Da müssen wir nachher nochmal gucken. Und einfach da noch so ein bisschen was hier so, ne? Ein bisschen blühender das Ganze hier gestalten. Ist das nicht so? Ja, guck mal, das sieht gleich viel freundlicher aus hier alles. Jetzt brauchen wir noch so ein Farbklecks rein. Das machen wir mit diesen Dingern da. Die sind auch so Wind- und Wetterblumen. Und auf das Dach, da packen wir noch eine Deko. Da würde ich sagen, nehmen wir diesen komischen Hahn da. Gibt es da nicht einen Hahn auch? Ich dachte, da gäbe es einen Hahn. Das waren Sims 3, ne? Das hier, dann machen wir dieses Wetterdings da. Wetterfrosch hier. Ich dachte, da gäbe es einen Hahn. Ich glaube, ich bin blöd. Das war echt ein Sims 3, oder? Bin ich jetzt dumm, oder? Bin ich jetzt dumm? Ich bin dumm. Nee, da gibt es wirklich nichts hier, ne? Das ist so ein bisschen schade. Na gut. Na gut. Das ist doch ganz schön. Das sieht man fast nicht. Vielleicht können wir das auch hier so ein bisschen mehr noch weiß machen dann doch, oder? Also ein bisschen verwitterter, dann doch wird so grau. Mhm. Oder er muss hier auch... Ah, das ist ja wieder blöd hier. Das hüpft immer so hoch, wenn man das zweimal anpackt, das Zeug. Das ist doof hier. Dann machen wir genau in die Mitte hier, dass das auch gut aussieht. Ja, so ein bisschen so ein Wetterding, ne? So ein Wettergerät. Das ist auch ganz schön, Wettermesser. Da haben wir auch schon so Dachrinnen. Da würde ich da auch nochmal eine machen. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Das ist ein schönes Deko-Element. Aber dann hier so unter das Dach. Und da machen wir das gleiche auch. Das sieht echt gut aus. Macht so ein bisschen Charakter rein. Jetzt gucken wir mal bei Nacht, wie wir da noch... Oh, sieht das schön aus. Oh, sieht das schön aus. Ja, machen wir mal bei Nacht, wie wir hier noch Außenlampen auch brauchen. Das haben wir nämlich auch noch gar nicht gemacht. Hier draußen fehlt ja noch alles hier. Ich muss das immer vorher machen mit dem Außenbereich. Dann sieht das Vorschaubild im Video besser aus. Dann nehmen wir da genau so eine Lampe. Ne? Das ist so ein richtig schöner Tropfen. So ein bisschen Schnörkel mit dran. Das hat auf jeden Fall was und das packen wir auch hier hin. So eine richtig fette Lampe da, das ist so hier Überbleibsel von Vorkriegszeit oder was. Na, die ist wirklich schön, die gefällt mir richtig gut. Ja, da gibt es bestimmt auch noch andere, weil so Außenlampen haben wir eigentlich genug, ne, in dieser Art. Da wird jede passen, da gibt es mehrere. Die eine da ist auch ziemlich gut, die ist ein bisschen rustikaler. Wo ist sie jetzt hier wieder? Ja, ist auch egal. Die hier ist auch schön, ne? Das ist eine kleine, bisschen französisch irgendwie angehaucht, sag ich jetzt mal. Sieht, erinnert mich, oder die natürlich, ne? Das ist so ein bisschen... Oh, die passt vielleicht sogar. Ja, die ist so ein bisschen mehr ländlich, habe ich so das Gefühl, ne? Das ist so ein bisschen mehr Landhaus. Ja, die finde ich ganz schön. Komm, dann nehmen wir die. Dann machen wir hier aber auch zwei hin. Hat man da ein bisschen mehr Licht hinten im Garten, dann nehmen wir die da aber auch, ne? Ja, die ist jetzt zwar... so grünlich, aber das macht hier gar nichts. Das ist okay. Die Sturmlampe, ja. Das ist gut. Okay, jetzt haben wir hier noch den Garten. Da. Ja, wir müssen drin auch noch das Arbeitszimmer und der Flur fehlt auch noch. Da nehmen wir den Tisch auf jeden Fall. Und da gucke ich mal, ob wir da vielleicht eine schönere Farbe auch noch mal finden. Wenn wir da noch ein bisschen was Blaues oder sowas irgendwie... Oh ja, das ist doch schön. Und wir nehmen sowas, so ein Blütending. Und das können wir... Ich würde hier so ein bisschen die Grillecke reinmachen. Da würde ich hier so wirklich den Tisch hier so neben die Tür machen. Da können wir die Kinderspielecke reinpflanzen. Wobei das Serum so ein bisschen schöner ist. Ne? Die sollen da wirklich in der Matsche spielen. Die Dinger, die lasse ich auch so blau. Die sehen zwar ein bisschen giftig aus, die merke ich gerade. Aber ich möchte da schon Farbplex haben, oder? Ah, das Weiß passt halt. Es passt leider zu gut zum Rest des Hauses. Deswegen machen wir das Weiß. Weil es so schön ist, nehmen wir da nochmal eins. Da vorne kommt das mal wie hier so hin. Jetzt haben die da vor der Tür auch nochmal hier Blümchen rausgestellt. Kommen sie rein, kaufen sie Blumen. Ja. Oh, und ich weiß schon, was ich hier auf dem Boden dann mache. Da gibt es so einen kleinen Teppich. Das ist bestimmt ganz schön. Deko-Teppich hier. Ja. Da können wir... Das hat auch was, ne? Weil die Kinder ja immer irgendwie so malen und so auch.
Aber wir können da, da gibt es diesen neuen Teppich aus Elternfreuden. Der passt, glaube ich, auch ganz gut. Ist auch so ein süßer kleiner Teppich, den man so rauslegen könnte. Aber so ein quadratischer passt halt doch dann irgendwie besser, ne? So ein bisschen sowas nur. Das ist gar nicht mal, das sieht man kaum das Muster hier auf dem Teppich bei dem Licht hier auch. Das ist irgendwie wie so eine kleine Decke, ne, die die da mit rausnehmen können. So ein Teppich eben, so ein Spielteppich, so eine Plane fast schon. Ja, lass uns das nehmen, ne? Die anderen sind alle so, das ist zu arg Plane. Das gefällt mir jetzt nicht so arg. Nee, das ist, glaub, nix. Aber das könnte irgendwie so sein, so eine Plane zum Hinlegen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Komm, da machen wir vielleicht an einem Rand eine hin. Die ist aus Outdoor-Leben. Da gibt es auch eine aus Großstadt-Leben, aber die ist auch so im Boden festgemacht. Finde ich gar nicht so schlecht. Sollen wir die in Rot machen? Ja, dann sieht das mehr so... Das passt schon ganz gut, ne? Das ist so ein bisschen dann Farbplex auch. Ja, das wird so eine Liege. Dann machen wir den Tisch vielleicht doch hier so in die Ecke rein. Und die Spieltruhe hier nach hinten. Aber nicht, dass die uns in den Wald hier rausläuft. Ja, hallo, geht denn da? Bleibt schön da. Und dann machen wir noch so eine Bank, oder? Irgendwo hier noch so eine Bank, so zum Sitzen, so neben den Kindern. Ja, dann machen wir hier das so mehr rein. Und da, oh ja, da können wir auch so eine Picknick-Ding machen. Habe ich mir ja eh hier. Guck mal an, mit fettem Besteck und allem. Ja, da können wir das so machen. Da können die dann in den Himmel gucken, ne? Die Interaktion kennt ihr ja. Und dann machen wir hier auch nochmal so eine Spieltruhe hin. Das ist auch so schön. Die kann man auch mit raus mal nehmen, ne? Die Kühltruhe, würde ich schon sagen. Die Spieltruhe wird dann mal mit rausgeschleppt für die kleinen Prinzessinnen hier. Wir nehmen da aber eine andere, würde ich sagen. Wir nehmen da eine normale Schatztruhe, oder? So eine grüne. Mhm. Ja, das sieht aber zu wenig nach Kinderspieltruhe aus, ne? Ja, ist auch nicht schlecht. Und dann lassen wir doch diese weiß-rosa, das ist ein bisschen für die Mädchen was. Ja. Dann packen wir hier den Tisch so hin, dann lassen wir den da. Das sieht hier ganz gut aus, auch mit dem Boden. Da holen wir uns die passenden Stühle. Hier gibt es dann so eine Grill-Area. Und ich glaube, das ist dann ganz schön, ne? Dass man da draußen schön sitzen kann. Und ja, da gibt es ja auch die passenden Stühle hier. Das ist ja genial einfach, ne? Und dieser schöne, runde, große Tisch, der ist übrigens auch aus Gartenspaß, als es war. Und da können ganz viele im Kreis sitzen. Eine Besonderheit dieses Packs, dieser große, runde Tisch, den wir sonst eigentlich nur als kleinen Tisch haben. Und die können da alle schön mampfen. Jetzt gibt's hier noch, gehen wir raus, Grill Area. Hier machen wir sowas, ne? Ich möchte schon den, ich glaube, ich nehme den, ja. Den Base Game Grill. Der ist so ein bisschen, passt mehr zum Stil irgendwie, finde ich, weiß auch nicht. Machen wir den da so hin und lasst uns den so ein bisschen ums Eck rum machen. Das sieht irgendwie so ein bisschen besser aus. Ja. Und dann gibt's hier auch nochmal, oh, so ein Sonnenwindfeuer-Ding, das wäre natürlich auch geil. So ein Lagerfeuer. Das können wir vielleicht hier noch irgendwie, aber das ist ein bisschen zu nah am Haus. Das würde man nicht machen. Dann machen wir das doch hier so hin. Das ist, glaube ich, ganz schön. Hat man da draußen nicht auch ein Lagerfeuer irgendwo? Ich dachte, da steht irgendwann so an der Pampa. Ah ja, hier hinten ist eins am Strand. Nee, wir machen das trotzdem aufs Grundstück. Das finde ich ganz toll. Das müssen wir gucken über der Plane. Dann legen wir die Plane doch da nach hinten. Wie gesagt, man muss das immer so ein bisschen sehen als... Das Grundstück endet nicht da, wo die Linie ist. Man muss sich das angucken, im Live-Modus am besten. Und dann sieht das gleich schon viel freier aus. Ne? Dass das nicht so hier begrenzt. Dann einfach irgendwie... Ja, hat halt hier dann so... Ja, das ist doch so dann ganz cool. Ist ein bisschen dunkel jetzt gerade bei dem Licht. So, haben wir mal wieder hell. Wir das hier so hin, dann haben die hier auch nochmal so eine Lagerfeuerecke. Oder wir packen das mehr an den Rand hin. Ja, machen das hier so ein bisschen so, ne? Ja, das ist, glaube ich, besser. Wir können da, glaube ich, noch ein bisschen tricksen. Das sind die Simpsons nicht böse. Ich hoffe, beim Platzieren verschwindet es nur nicht. Das ist immer die Schwierigkeit dabei. Aber sonst... Also ein bisschen weg sollte alles schon vom Feuer. Hm, das mit der Bank gefällt mir jetzt gar nicht. Machen wir die Bank hier hin. Die ist doch schön da, ja. Machen wir die da hin. Ja. Ja, doch. Ist okay so. Dann, ja, brauchen wir hier noch so... Ich würde hier noch eine Theke oder irgendwas hin machen. Einen Tisch. Oberflächen. Nehmen wir so einen Esstisch einfach dahin. Weil da kann man dann ja auch nochmal so ein bisschen was hier mit der Farbe. Da kann man hier noch so Grillsachen ablegen. Und natürlich aus Sonnenterrassen, Accessoires. Accessoires, Accessoires. Jeder sagt es anders. Ich sage Accessoires. Accessories. Accessories. Accessories.
Das hier, genau, hier, aus Sonnenterrassen, natürlich. Wieso ist da nicht alles? Ich will die Dings hier haben. Sind die gar nicht da drin, die Soßen? Doch, da sind sie doch. Die Soßen, und die hätte ich aber gern da hinten auf dem Tisch. Oh, das ist auch eine Idee. Wir könnten die da einfach oben drauf stellen auf diese... Ja, das ist ja mal was Witziges. Das ist nicht mal so gezwungen hier auf diesen Tischen. Das ist ja ganz toll so, ne? Muss ich schon sagen. Haben wir das aber auf dem Tisch auch, haben die hier vielleicht rausgetragen. Und dann ist das gar nicht hier aus dem Pack, die Zitrönchen, dann sind die aus Gartenspaß und gar nicht aus Sonnenterrassen, sondern aus Gartenspaß. Genau, Gartenspaß, da gibt es auch noch die Limo, die kann man hier auch auf den Tisch stellen, ist ganz schön. Oh, die Rutschbahn wäre natürlich auch für die Kids. Aber jetzt wird es hier langsam ein bisschen teuer, Leute, also wirklich mal. Ja, das wird zu eng hier, das wird zu eng. Hinterm Haus haben wir keinen Platz mehr dafür, richtig? Ja, das können wir da noch, sollen wir das da noch machen? Ist ein bisschen eng auch, ich weiß. Aber das Plastik-Kitsch möchte ich eigentlich auch nicht vorne haben. Das müssen wir auch so ein bisschen dezenter machen. Das machen wir so vielleicht. Ja, wir lassen das da hinterm Haus. Das ist eine kleine Überraschung dann. Für alle, die das jetzt Bild nicht angucken. Doch, das ist schön. Genau, die Zitrönchen wollte ich hier noch haben, ne? Die Zitrönchen. Kerze auf dem Tisch auch noch. In der Hoffnung, dass die da auch noch mampfen können. Und hier stellen wir auch noch mal so ein Kerze-Ding oben drauf, ne? Das ist eine schöne Geschichte hier. So, haben wir so ein paar Kerzen. Haben die so aufgestellt für die Party. Stehen da halt immer, die man vergessen wieder reinzutragen. Aber das macht, glaube ich, viel Stimmung aus auch. Wenn ihr nochmal so Kerzen hier irgendwie hat, ne? Dann ist das so ein bisschen Licht auch, wenn man abends dann mal grillt. Ein bisschen Stimmung, sieht einfach schöner aus, schönes Licht. Und ja, macht echt was her halt auch. So. Wenn dann noch das Lagerfeuer brennt hier, das wird cool. Wenn wir nochmal gucken, ob die Lampen auch wirklich auf der gleichen Höhe sind. Ich glaube nämlich, die ist tiefer, ne? So, ja, jetzt stimmt's, hm? Ja. Dann lasst uns reingucken. Lasst uns reingucken. Wir gehen rein. In unser Arbeitszimmer erstmal. Hier ganz richtig fehlt natürlich auch diese Tapete wieder. Dann holen wir uns doch die einfach mal. Und machen die mal so weiß mit diesem neuen aus Fitness. So. Und da... Ja, das ist hier wieder das... ja, da kann man wieder nur Kramsdeko hinstellen. Ne? Das ist alles so ein bisschen schade. Ich möchte aber trotzdem auch noch mehr dieses Pflanzenthema wieder mit reinkriegen. Ich finde das einfach so toll. Das muss hier so ein bisschen mehr blumig alles sein. Und Bilder an der Wand, das ist wieder schwierig. Was machen wir denn da? Arbeitszimmer. Na, ich zeige es dir nochmal. Haben wir letztes Mal angefangen hier mit den Regalen. Ja, das ist wieder, eigentlich passt wieder das Landhausbild, aber ich möchte es schon wieder nehmen und dann lasst uns hier so einen Bauplan oder sowas nehmen oder so ein Hahnbild. Das können wir auch vergrößern. Ist gar nicht mal so schlecht vielleicht. Da ist ein bisschen Landhausding noch ein bisschen drin. Ja, trotzdem so edel irgendwie, ne? Der Hahn, der kräht. Jetzt ist er fort. Ja, ist doch wahr hier. Oh ja, hier diese schöne Pflanze rein, aber nicht in diesem Farbton bitte. Wir machen das Grün einfach mal. Ja, das Grün beißt sich auch mit der Wand, ne? Machen wir mal so. Und... Ja. So ein bisschen was hier ins Regal noch reinstellen, damit die nicht so gleich aussehen. Das ist ganz witzig, viele wissen gar nicht, dass es da drin Slots gibt. Das ist was für den Kindern noch, oder? Die hässlichen Dinger da. Das ist von den Kindern. Ja, ja. Gebastelt von den Kindern. Und dann noch einen kleinen Teppich davor. Kleinen schönen Teppich, ne? Das ist wieder schwierig. Also wir können hier natürlich so einen Fellteppich nehmen. Den kann man leicht vergrößern. Hat man das Ganze ist ganz gemütlich. Ich glaube, das mache ich auch, ja. Ich glaube, das mache ich auch. Gibt es da irgendwie einen schönen... Schönen Ton noch davon. Beige, schwarz. Hat auch was. Ich glaube, wir lassen den weiß, oder? Ja, ich glaube, wir lassen den weiß. Wir machen da noch sowas. Und da gibt es dann noch eine Stehlampe dazu. Ne? Das ist so eine Lesestehlampe fürs entspannte Lesen. Kann man alle Lichter ausmachen und dann die Lampe anmachen. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob wir nicht sogar die hier nehmen. Aber die ist ein bisschen arg.
altbacken hier, ne? Und die ist natürlich, ja, das ist nicht so wirklich eine Leselampe. Die wäre natürlich passend vom Ding, aber die ist zu modern. Dann würde ich einfach so eine jetzt nehmen, ne? Die ist nicht wirklich möglich, diese topmoderne Lampe hier. Trotzdem so ein bisschen Holz ist mit drin. Das können wir mit dem Weißen, glaube ich, machen. Und das gibt es nicht in Weiß. Na toll. Fällt die auch raus. Dann doch so eine, aber die gibt es auch nicht in Weiß. Witzig, oder? Na komm, dann machen wir doch so eine alte rustikale, die Oma hier noch stehen lassen. Die ist schon weg. Die Oma ist schon weg. Kann man das, gibt es nicht auch andere? Doch, guck mal, das passt viel besser hier. Passt sogar zu der Wand so ein bisschen. What? Schön, schön, schön. Alles schön helles Holz. Hier bisschen gräulich, aber ist okay. Schönes Arbeitszimmer, oder? Kann man mit leben, glaube ich schon, ja. Kann man mit leben. Das ist doch gut. So, weiter geht's hier heute. Was haben wir noch? Den Flur. Und da ist ja die Eltern-Ding-Wand, ne? Die Elternfreuden-Familien-Pinwand. Hier machen wir auch nochmal in den Durchgangsbereich, machen wir auch nochmal den Boden rein. Hier sehe ich gerade, kommt das hier ein Stück Grün rein. Das wollen wir da nicht. Kommt da auch nichts rein, ne? Wir haben ein bisschen gepflanzt hier. Man weiß es nie, man weiß es nie. Da ist nichts, ne? Da ist nichts. Alles gut hier. Keine Pflanzen im Haus. So, und da passt natürlich perfekt so eine Theke rein. Dann nehmen wir einfach so eine Küchentheke. Und dann würde ich auch die hier nehmen, vielleicht, ne? Aus dem Elternfreudenpaket. Die ist ja nicht nur die dunkelblaue. Genau, nehmen wir die. Und da packen wir einfach einen Spiegel drüber. Ich würde es gar nicht lang anders machen. Auf die andere Seite, da kommt dann aber die Garderobe hin. Und da nehmen wir aber vielleicht so einen wieder, ne? Ja, ein schön blau, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ein richtig schöner Garderobenspiegel hier. Machen wir da das hin. Und hier kommt dann, ich glaube, das ist in der Wanddeko wieder drin, ne? Deko für die Wand. Die Jacken und Mäntelchen und sowas. Oh ja, genau, sowas kommt hier auch noch hin. Das würde ich sogar rechts und links hin machen, weil das einfach so cool aussieht. Mit schön rot hier auch. Ja, das sind verschiedene Jacken und Mäntel. Und die kommen dahin. Dann nehmen wir aber die Pullis, würde ich sagen. Ja, das machen wir so. Kann ja auch von den Kids sein oder irgendwas. Bisschen ineinander tricksen hier. Damit es hier nicht so, klebt immer noch aneinander. Wir können das ja schön hier. So weit kann man tricksen hier. Dass das nicht rausguckt auf der anderen Seite, ne? Ja, alles gut. Und da unten kommen natürlich die, ja gut, die haben wir auch noch hier, ne? Sollen wir lieber die machen oder... dann haben wir das noch, die Schuhe. Also hier, ich würde auch hier irgendwo noch eine Bank ganz gern hinstellen oder einen Stuhl oder irgendwie sowas. Dann könnten wir vielleicht sogar hier nochmal Jacken machen. Aber die sind eh nicht so schön. Die passen nicht so wirklich ins Haus. Komm, wir holen uns noch hier so einen Feuerlöscher. Das finde ich immer ganz witzig. Das ist immer so ein Objekt, was man eigentlich nicht... ja, so unbedingt jetzt nimmt immer. Aber ich finde es irgendwie cool. Da muss irgendwie noch so... ne, das ist so ein Sicherheitsding. Und das hat nicht jeder. Und ein paar haben es dann aber doch. Das ist auch eine gute Sache. Ohne da jetzt viel Werbung für Feuerlöscher zu machen. Aber ja, man holt sich es dann erst, wenn es zu spät ist. So. Schuhe brauche ich noch. Das ist nicht bei Wanddeko drin, ne? Das ist, glaube ich, bei Kleinskrams drin. Dann jetzt sucht sie wieder die Schuhe. Genau, die schönen Stiefel. Jetzt kommen hier endlich mal diese Gummistiefel hier zur Geltung. Das machen wir da zu rechts und links hin. Das passt hier ganz gut dazu. So. Kriegen wir dann in die Mitte auch noch eins rein oder ist das dann komisch? Das wäre schon schön, wenn das hier übers Eck gehen würde, aber das klappt halt nicht, ne? Schöne viele Schuhe hier. Lasst uns das einfach so lassen. Ja, ist okay. Und hier machen wir noch so einen schönen, in Anführungszeichen, oder nehmen wir den da, ne? Schönen Abtreter hier. Und weil es so toll ist, kommt hier nochmal einer hin hier. Doppelgemoppelt hier, der Sand wird zweimal abgerieben. Wir könnten den auch eigentlich größer machen. Sieht auch nicht so schlecht aus. Aber der ist mir ein bisschen zu matschig vergrößert. Der muss schon sagen, nee, das ist nicht hier. Nee, das ist nicht.
Draußen haben wir gar nichts. Dann machen wir draußen aber so einen hin vielleicht, ne? So ein bisschen was so. Ja, vor die Tür. Ja, so ist es gut. Hat man hier auch gleich ein bisschen mehr in diesem Raum drin. Brauchen natürlich auch noch hier im Pflänzchen. Die Wand lassen wir hier schön in der Mitte. Da kommt uns nichts mehr entgegen. Hier machen wir dann noch ein Pflänzchen rein. Oder sollen wir da einen Sessel oder so? Und hier machen wir lieber ein Pflänzchen. Dann hier mal ein Pflänzchen hin. Das mal so ein bisschen rüber. Und da noch so ein Schulranzen oder sowas in die Ecke. Oh ja, sowas ist auch toll. Von den Kindern hingeschmissen. Da lass uns hier so eine Kinderecke machen. Da genau, so ein schönen Schulranzen hier noch dazu. Das ist unsere Kinderecke hier. Mit dem Kaktus, passt ja auf hier, what? Und dann nehmen wir nicht die Bowlingkugel, dann nehmen wir das Fußballding, oder? Aber das ist auch schön mit dem Schläger, mit dem Basketball. Kann man ja auch spielen mittlerweile. Jetzt fehlt nur noch Tennis, Baseball, Football und Volleyball. Ich dachte auch, da gäbe es einen Fußball, aber dann habe ich mich vertan. Okay. Ja, hier kommt jetzt noch ein Sessel hin, ne? Dann machen wir noch Komfort. Da gibt's dann einen Sessel für die Family. Was nehmen wir denn da? Oh ja, wir nehmen diesen alten Schnörkelsessel da. Das ist ja witzig, ne? Aus Elternfreuden passt zu nichts, aber sieht gut aus, finde ich. Ne? Ist ein bisschen Oma-Sessel, aber ist okay. Ach ja, jetzt kommt hier so ein bisschen im Flur, dass man sich die Schuhe anzieht. Die alte Dame kann sich nicht mehr hier strecken, hier. Ja, und auch hier will ich noch so ein paar Säulen reinmachen in den Flur, damit es nicht so... So, ja, sonst haben wir auch überall diese Säulen. Und ich finde es dann eigentlich ganz schön, wenn in den Wänden auch noch was ist und nicht nur immer... Da haben wir unsere Obstlieferung. Das passt ganz gut. Hier haben wir das. Komm, Flur ist okay, ne? Mehr brauchen wir da nicht. Vielleicht hier noch so eine Sitzbank. Ich brauche so eine kleine Bank hier noch. So eine richtig kleine. Am liebsten nur so eine Holzbrettbank. Also sowas irgendwie. Das ist auch so ein Holzbrett, ne? Das ist wirklich ein Holzbrett, das Ding. Also wirklich. Das ist wirklich ein fettes Holzbrett. Das ist echt blöd. Ja, das ist so eine, wenn wir die vielleicht, das sieht noch so kalt aus, der Flur. Ja, schon ganz gut. Das hier so ein bisschen tricksen hier, da können wir tricksen, ja, das ist okay. Und dann machen wir hier nochmal so ein Tischchen auch hin, das fehlt hier auch noch irgendwie, ne? So ein schönes Holztischchen, das. Dann ist das auch klarer, dass man da drum rumlaufen muss. Ja. Ja, aber sowas muss da noch irgendwie. Wir haben hier genug Platz auch. Das ist schon okay so, ne? Weiter können wir nicht rein. Deko. Da gibt's jetzt hier... Ey, da müsste ich gucken. Mit Briefe haben wir da die Brief... Briefkastenbrief. Umschläge. Schriftrollen. Haben wir das da nicht drin? Ich glaube, die sind in Großstadtleben, wenn ich mich nicht täusche. Und da zeigt man alle Dekosachen. Da gibt es doch diese Briefe, genau, die direkt von den Fans heißt das Ding. Na toll. Baby.ignore. Ja, das sucht ja niemand, ne? Wer sucht denn direkt von den Fans? Gameplay. Unlocks Entitlement. Das ist von der Social Media Karriere aus Großstadtleben. Ne, PR, der soziale Medienkarriere, genau. Und, wo sind sie jetzt hin? Jetzt sind sie wieder weg hier, oder was ist los? Mit Stadiel. Sind die denn jetzt hin schon wieder? Ach komm, jetzt wirklich. Ist das, da ist es doch hier. Ich habe schon Angst gehabt. Ja, das ist ein schönes Deko-Objekt, ne? Die haben ja halt viel Post gekriegt und die kommen nicht immer zur Post. Hier gibt es keine in der Nähe, nur nebendran hier. Machen wir hier noch so einen kleinen Schnieke-Spiegel hin, aber nicht aus Großstadtleben, bitte, danke. So ein. Ja, das ist noch so ein bisschen mädchenhaft. Finde ich ganz schön. Haben die Kinder hingeklebt, die Blümchen da. Und ein warmes Licht. Das muss hier unbedingt noch rein, hier meine Lieblingslampe. Die packen wir da oben drüber, das ist mir egal. Die ist schön, die mag ich hier auch nochmal. So und so. Und dann kommt da ein bisschen Wärme rein in dieses Zimmer. Und wir haben nicht nur diese kalten Deckenlampen hier, ja. Hier ebenfalls. Na, guck mal, wie schön das gleich aussieht hier. So muss es doch sein, oder? Wenn wir das hier wegmachen, ja, das ist nicht ganz so grell. So, ein bisschen doch hier ein bisschen mehr Licht. Ja, so ist es doch schon viel besser gleich.
Ja. Die noch ein bisschen höher machen? Nee, ne? Passt schon so. So. Jetzt wird's hier gemütlich. Jetzt haben wir es aber auch. Last but not least. Ich glaube, das war's für heute. Leck mir am Arsch. Das Projekt ist fertig hier. What? What? Die Tapete lassen wir da aus. Finde ich ganz schön. Hier können wir noch ein bisschen Krams draufstellen, ne? Ich will noch nicht aufgeben hier. Mein schönes Projekt. Da gibt's noch mehr Briefe. Komm, das machen wir. Das haben wir jetzt hier gefressen. Die Briefe habe ich jetzt hier gefressen. Ja, dann lass uns hier nochmal so ein bisschen sowas Krams hier, noch so ein bisschen Sprühzeugs irgendwie, das zum Gehen. Das ist so ein kleiner Bartkorb, ich weiß, aber ich finde das hier ganz niedlich. Die Garderobe haben wir ja auch noch, ne? Die ist voll schön. Machen wir die hier hin. Die können ja eh irgendwie überall raus, ne? Hier haben wir die noch nicht. Können wir auch dahin machen. Passt auch ganz gut. Ja, hier müssen wir auch raus rein. Oh, da haben wir übrigens die gleichen Teppiche, das ist ganz gut. Okay, und das grüne Wohnzimmer, das verschriene, ich mag es immer noch, ganz ehrlich. Ich mag das, weil es sieht aus wie so Kisten, die angespült wurden und dann von Designern zu Möbeln aufbereitet wurden. Das ist meine Definition unter dem IKEA Lampignon-Palast hier. Ja, und die Schiffchen und so, wir haben echt schöne Reihe hier gehabt. Das ist das der Wintergarten, ist auch mega schön, finde ich. Also richtig, richtig toll, auch mit dem Glas hier aus. Manche Garten sind die Fenster gleich. Wir haben hier unser Arbeitszimmer, das ist auch noch ein bisschen bunter geworden, dann durch so ein paar Objekte. Und da können die schreiben, Romane schreiben, schwedische Romane oder Nordsee, ne, ist auch. So, wir haben so ein paar Flaschen hier untergebracht, das passt ganz gut zum Stil. Schöne Schnörkelwaschbecken, also da haben wir schon so ein paar Details, auch trotzdem moderne Küchengeräte, ne, wir sind ja immer noch in der Jetztzeit. Ein schönes Schmucks-Esszimmer. Wow, das war eine Geburt, diese Küche mit Esszimmer. Die ersten Folgen, die waren Horror. Ja, man fühlt sich da so, irgendwie denkt man, oh, das kann doch jetzt nicht sein, dass das nicht passt die ganze Zeit. Die haben auch ein modernes Aquarium, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ne, ehrlich, ne, das haben die halt dazu gekauft und das ist halt moderner, meine Güte. Und das ist im echten Leben ja auch so, ne? Man hat dann irgendwelche alten Möbel und kauft dann trotzdem neue, moderne dazu. Das ist, ja, eines der Highlights, würde ich fast schon sagen, weil das Zimmer gefällt mir richtig, richtig gut mit dieser Ablage unter dem Fenster. Wir haben einen Spiegelschrank mit Schulprojekten und wir haben hier noch einen kleinen Computer, ne? Und hier diese Schuhkommode, ist auch eine sehr, sehr coole Sache geworden. Das kam auch richtig gut an. Und da haben wir, ja, unser umstrittenes Schlafzimmer. Ich glaube, selten war ein Projekt so umstritten als dieses Schlafzimmer. Ich finde es mittlerweile ganz schön. Ich kann mich da richtig mit anfreuen. Ich finde es total blumig, ich finde es total warm. Ich weiß, es ist was anderes. Die Farben sind krass. Ein paar Kommoden und so sind ein bisschen altmodisch, die Sessel auch. Aber hey, es ist ein schönes Bild. Oh, die war auch mal mit dem Justin hier zu Gange hier. Ja, ja. Und ja, der Flur, schön hell, ne? Haben wir auch noch ein bisschen wärmer gemacht. Und da das Kinderzimmer auch blau, vieles blau in diesem Haus natürlich, ne? Maritim, aber dann doch nicht alles, weil ihr gesagt habt, machst du ja alles blau. Hier haben wir das Babyzimmer mit Wickeltisch und so ein bisschen Spielzeugkrams und hier natürlich den Babywiegen. Ja, das ist auch so sehr detailliertes Zimmer wieder geworden. Aber das muss man sich auch nehmen, die Zeit, damit das hier schön wird. So. Und ja, that's the case. Auch hier wieder. Ne? Wir haben hier so einen Brief, wir haben so einen Mülleimer, hier ist so ein bisschen so ein Totenschädel angemalt. Das sind alles so persönliche Sachen. Und ja, jeder, der immer fragt, wie kannst du so schön bauen, guckt es euch an. Ne? Was mache ich anders? Oder was mache ich wie? Und guckt es ab. Wenn ihr wollt, schreibt mir auch weiterhin Tipps, weil das Coole daran ist, auch immer von euch dann zu hören, wie ihr was findet. So, jetzt bin ich auch im Bad gelandet endlich. Das ist das Badezimmer vom Nordseehaus und sehr, sehr... Ja, blaues Zimmer auch wieder. Auch hier mal doch wieder mit Wänden nach oben. Wie gesagt, dieses Dach blendet sich ja zum Glück aus im Live-Modus. Und ja, so sieht das aus mit Wanne, mit Walen hier, mit Wäschekorb und Dekokrams. Schönes Familienbad. Ja, wie gesagt, hier das Kinderzimmer nochmal kurz. Ne? Hier haben wir auch so eine kleine Wickelkommode hier. Die Bettchen mit, ja, hier gibt es hier noch da, ne? So eine kleine Leseecke mit dem Kaugummi hier, dass die Regale hier fest sind, dass sie nicht auf die Kinder purzeln. Yay, das war's dann. Das ist das Nordseehaus. Ich bin Daniel von SimFans.de. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich für diese tolle Reihe. Es hat total viel Spaß gemacht. Ein weiteres Projekt ist fertig.
Ein bisschen traurig bin ich natürlich auch wieder. Es ist alles so ein bisschen, es ist halt vorbei jetzt. Hat mich lang begleitet, wieder einige Wochen. Zwei Monate, über zwei Monate sogar. Uiuiui. Und ja, vielen lieben Dank. Das letzte Mal Daumen nach oben nicht vergessen und trotzdem auch noch kommentieren, wie ihr das abschließend findet. Das Haus gibt es in der Liesmusphäre-Galerie als Download. Alle Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung und ich freue mich jetzt dann trotzdem, auch wenn es jetzt vorbei ist, dass es wieder Platz gibt für neue Projekte. Und ihr könnt natürlich auch kommentieren, was ihr euch wünscht. Ich habe natürlich auch schon wieder meine Liste hier, was alles hier ansteht noch. Oh, das wird so cool. Ich freue mich drauf. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif, bleibt kreativ, kontaktfreudig und ja, haut in die Tasten weiterhin. Es macht so viel Bock. Vielen lieben Dank und bis dann. Macht's gut. Ciao.